Die neue Spielzeit, sie nimmt langsam Gestalt an. Seit heute weiß man beim Zweitliga-Aufsteiger, wer wann der Gegner sein wird. In Magdeburg freut man sich über ein attraktives Auftaktspiel Mitte Juli gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Also grundsätzlich nehmen wir, wie es kommt, das ist ein schönes Spiel. Ich und auch wir insgesamt hier im Team treffen auf einige alte Bekannte. Aber es ist eine Mannschaft, die gerade in den letzten Monaten sehr konstant gepunktet hat. Und da glaube ich schon, dass wir auf einen sehr starken Gegner treffen werden. Die Spielzeit 22/23 für Fans und Spieler wird sie eine besondere. Ungewöhnlich früher Saisonbeginn, aber dann ab Mitte November 2,5 Monate Pause, weil in Katar der Weltmeister ausgespielt wird. Für Christian Tietz kein Problem, im Gegenteil. Im Saisonverlauf bekommen wir diesmal sogar etwas, was für die Spieler wichtig ist. Nach diesen 2,5 Jahren, wo sie fast am Stück immer durchspielen mussten, wird es uns als Mannschaft gut tun, dass die Spieler mal einen längeren Zeitraum frei bekommen und sich wieder vollständig erholen können. Es gibt nach den Verletzungen der Offensivkräfte Artig und Schuler aber auch schon erste Sorgenfalten beim FCM und möglicherweise auch Handlungsbedarf. Wir halten die Augen auf, ob wir im vorderen Sturm sind und auf der rechten Außenverteidigerposition eventuell was machen würden. Das erste Testspiel der Saison steigt morgen beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg im Harz.